mittlerweile hier unten. Hier um mich herum habe ich soweit alles aufgebaut. Der Klapper kommt nachher da hinten in das Eck rein. Da warte ich aber jetzt noch ein paar Minuten. Ich schraube jetzt hier erst einmal von meinem Moped die Verkleidung weg. Ja, und dann geht's weiter. Ganz genau. Das Video machen wir jetzt immer kurzfristig. Jo. Als erstes kurz warm laufen lassen, Verkleidung ist weg, ja, Ölwechsel und dann erst einmal Öl ablassen, frisches Öl rein. Ja, und dann muss ich mal gucken, ob ich an die Zündkerzen herankomme, um die auch auszutauschen. Und dann geht es so langsam weiter. Ja, der Klappo wurde auch schon gezündet. Sehr schön. Und so, eins nach dem anderen. Wir bereitet hier unsere Fladen vor, während ich hier drüben weiter am Schrauben bin. Öl ist mittlerweile frisches drin. Ja, mal laufen lassen und dann schaue ich noch nach den Zündkerzen und ja und so weiter. Naja. Hauptsache das Essen schmeckt nachher. Mhm. Irgendwie läuft sie mit dem neuen Öl gleich viel ruhiger. Also ein Erfolg und wie hat Isse gerade gesagt, ein Opferbrot. Na, dann haus mal drauf. Also wir machen jetzt erst einmal auf alle Fälle die Fladen. Und schauen, wie die werden. Das erste Mal gedreht. Ich habe gerade noch was beim Klapper untergelegt, dass der gerade steht. Und so schlecht sieht es doch noch gar nicht aus. So, jetzt warten wir mal und dann probieren wir einfach den ersten Fladen einmal. Das erste Probiererle. Da ist Fleisch drauf, dann ist geil. Aber so würde ich jetzt sagen, wie der Öffel auch schon gesagt hat zu mir gerade, ein bisschen Salz hätte man mehr reinigen können. Leute, es ist zum... Fängt es jetzt doch glatt zum Pissen an, aber wir sind ja hier Gott sei Dank unterm Bäumchen. Ich hoffe, dass es bloß so ein kleiner Nieselschauer ist, dass der wieder rumgeht. Ach Mann, es ist nervig. Endlich mal draußen mit dem Klappo beim Grillen und dann fängt es zum Pissen an. Mann, ist zwar eine schöne Abkühlung, aber es nervt. Einfach drauf das Zeug und schön rausbrutzeln. Ich glaube, die Flansche ist groß genug für alle. Jawohl, ja. Herrlich. Ja, und hier habe ich ehrlich gesagt gar keinen Bock mehr heute. Ich glaube, ich schraube die Verkleidung wieder hin. Moped muss sowieso demnächst wegwächst den Vergasern machen. Hey, da sollen die Zündkerzen noch schnell mittauschen, mir einen Gaszug einstellen, wie gesagt, die Vergaser machen und ich habe meine Ruhe. So einfach ist es. Ja, also Verkleidung wieder hin und das war's. Oh Leute, das sieht so lecker aus schon. Yummy, das wird jetzt nachher richtig, richtig geil. Ja, Regen mal stärker, mal weniger, egal. Ich räume jetzt hier mein ganzes Moped-Zeug auf, Verkleidung ist wieder dran und wie gesagt, Arschlecken, ich bring das Ding weg. Moped ist was anderes als ein Auto und im Freien mitten auf der Straße ist schon gleich zweimal was anderes als in der Garage oder Halle. Deswegen kein Bock mehr hier. Leute, nochmal das Moped, weil der Alex mir was mitgebracht hatte. Tja, da steht's, Grillschanki unterwegs. Und natürlich, weil es so schön war, auf der anderen Seite auch. Ja, wie, ich habe ein bisschen aufgeräumt, habe mir noch die Hände gewaschen und hier scheint schon das erste fertig zu sein. Oh, ja, 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 ja. Mmh, yummy. Oh, geil, das nächste Probiererle. Das ist gut von der Würzung. Hätten wir vielleicht auch noch ein bisschen Salz drauf tun können, aber passt. Geilomat.
Ja, jetzt können wir dann nachher gleich essen. Haha, dann wär's soweit. Üffel, hast du sehr geil gemacht. Danke. Und ich schnapp mir hier jetzt so einen Fladen. Gut, mittlerweile sind sie kalt, ist ja klar, aber egal, das Fleisch ist warm. Klatsche ich mir jetzt hier ein bisschen Zwiebel und Fleisch drauf. Klappt das Ding einmal zusammen. Ja, und dann haben wir ja fast ein Taco. Dann passt es ja mit dem Taco Caracha Gewürz und ab in den Hals. Tja, und da die anderen zwei ja nicht vor die Cam wollen, probiere ich jetzt alleine. Und die werden aber aus dem Hintergrund dann bestimmt noch ihren Senf dazugeben. Was sagst du? Ich habe gesagt, ich will schon fotografieren mit dem blöden Gesicht auf. Ja, dann komm her. Ja, heute Augenblick. Hock die daneben. Ich brauche bloß ein paar Zwiebeln dazu. Lecker. Endlich mal wieder was richtig Geiles selber gemachtes. Gut, Grillmeister an der Platte war jetzt der Öffel. Vielen Dank dir nochmal dafür. Aber ich war ja mit meinem Schrauben nebenbei ein bisschen. Servus, hallo, da ist Alex. Komm weiter rüber, dich sieht man nicht. Oder ich drehe die Cam, das geht auch. Okay. Weißt du, wie du im Display aussiehst? Wie ein Glatzkopf. Wie Nö, wie der Dirk. Ehrlich jetzt, oder? Wie gesagt, ein klein bisschen mehr Gewürze hätte ich dranhauen können. Die Gewürze ist jetzt leider oben, aber ist auch so in Ordnung. Soße, halt, ich hätte noch Ketchup-Mayo-Dings drin. Brauchst du es? Gut, einmal frei. Okay. Super, dankeschön. Also, ciao, ciao. Ja. Und dann habe ich den Schritt getan, habe hier unten im Hof gegrillt. Ja, und sollte ich wieder Besuch bekommen, ist mir in Zukunft egal. Hier unterm Bäumchen in der Ecke Grill aufstellen, eiskalt. Und wenn Leute kommen, mir egal. Also. Ich hoffe, das kleine Video hat gefallen. War ein bisschen eine Anregung, denke ich auf alle Fälle. Es ist echt lecker. Aber wie gesagt, noch ein bisschen mehr Gewürz, eine Barbecue-Soße oder sonst irgendwas dazu ist kein Fehler, definitiv nicht. Aber auch so ist es sehr lecker. In diesem Sinne, was? Die schimpfen, die brauchen keine, finden sie nicht, dass sie welche brauchen. Aber man kann es machen, man kann es machen. Okay, in diesem Sinne, Leute, wir sehen uns das nächste Mal. Wenn es gefallen hat, Däumchen nach oben, freundliches Kommentar und Tschaikowski. Lecker.